Moin und willkommen zu Sondelsüchtig. Ich bin endlich wieder draußen, es ist Sonntag und heute macht der Tag wirklich dem Namen alle Ehre, denn wie ihr sehen könnt, ja, ist heute eigentlich relativ schönes Wetter. Ist zwar wirklich scheiße kalt heute, aber so ein, zwei Stündchen wollte ich hier schon auf dem Feld verbringen. Es ist, ja, ein bisschen matschig, aber ja, wenn die Funde so wie letztes Mal sind, bin ich schon zufrieden. Also, schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich würde sagen, nicht lange schnacken, wir legen los! Ja, viele sagen immer, den ist der ATMAX zu unruhig, er macht zu viele Geräusche. Das liegt aber leider daran, dass die Leute meistens im Allmetallmodus laufen oder keinen Bodenabgleich gemacht haben. Aber das liegt, zeige ich euch mal. Also wie ihr sehen könnt, laufe ich immer im Zero. Das heißt also, wir blenden gar nichts aus. Ich hoffe, man erkennt das bei der Sonne. Sogar volle Leistung. Also ich gehe nicht runter und wenn man da mal hingeht, so, er zeigt halt wirklich nur an. Da ist nichts unruhig. Der ATMAX ist nur eine ganze Ecke sensibler wie der AT Pro. Und das ist ja eigentlich auch gut, um zum Beispiel Kleinteile aufzugreifen, wie hochliegende Münzen. Und wenn ich jetzt mal in den Allmetallmodus gehe, so, jetzt fängt er nämlich an. So, das ist der Allmetallmodus. Das heißt also, es wird nichts ausgeblendet, nichts diskriminiert. Und er geht einfach jetzt massig und tief in den Boden. So, hier ist jetzt ein Signal und man muss halt wirklich nach Geräusch arbeiten, denn er macht keine unterschiedlichen Geräusche mehr. Also er macht einen Ton für dasselbe. Auf dem Acker nicht wirklich zu gebrauchen, deswegen laufe ich hier halt im Zero und da ist er halt wirklich ruhig. Ne? So, hier sieht man das auch ganz schön, nur wenn wirklich was ist. Und das Brummen ist Eisen, weil ich ja nichts ausblende. Und ja, richtig einstellen und dann geht er ab. So wie hier zum Beispiel. So. Ein schönes Signal, es springt ein bisschen. Gucken wir uns das doch mal zusammen an hier. Nicht nur labern, auch buddeln. Und ja, ich habe neue Batterien drin, aber ich muss abgesehen, ich muss ihn echt mal wieder sauber machen. Schrott oder was ist das? Ja, ich denke Aluschrott. Ja, aber gefunden. Laut und deutlich. So, ich laufe weiter und hole euch dazu, wenn ich irgendwas finde. Ein Signal, was mein Herz wieder höher schlagen lassen würde. Ein 82er. Aber das wird wahrscheinlich Aluminium sein. Es wäre natürlich schön, so wie immer, wenn es eine Silbermünze wäre. Ich hatte ja letztes Mal einen Wunsch geäußert. Und das Stoßgebet, warte mal, das Stoßgebet, was ich ja jedes Mal vorm Acker eigentlich mache, ob laut, ob leise, ist ja immer, wir loben Fortuna, wir preisen den Herrn, Gold und Silber hätten wir gern. Aber Fortuna war letztes Jahr nicht wirklich gnädig. Aber ich hoffe ja, dass sich das dies Jahr ändert, denn die war wahrscheinlich bei vielen von euch unterwegs und hat euch Fundglück beschert. Und das stört mich dann auch nicht. Hauptsache, irgendwer findet irgendwas. Hier wird es drin sein. Ja. So. Aber es wird Alu sein, glaube ich. Es ist relativ leicht. Die Regen bringt Segen. Oh, die ist hin. Erste Münze. So, jawohl, 50 Pfennig. Das ist, glaube ich, nicht Sichtregenbringt-Segeln. Reichspfennig. 50 Reichspfennig. Cool. Das ist sauber machen. Aber wie gesagt, das wird kein Silber sein. Das ist viel zu leicht. Ich habe mir, ach ja, mit Hakenkreuz. Ich habe mir erstmal neue Handschuhe besorgt. Die sind schnittfest. Aber halt nicht unwahrscheinlich warm. Sehr schön. Erste Münze. Wir gucken uns das Signal mal an. Es klingt zwar kacke, aber es springt auch. Also es ist nicht nur Eisen. Oh, jetzt wird es besser.
Vielleicht sind es auch zwei Objekte, die nebeneinander liegen. Denn ja, wir sind ja auf dem Acker, um zu buddeln und nicht nur um zu schwenken. Und die Leute, die mich kennen, wissen, ich glaube, die war ein Loch mehr als eins zu wenig. Man weiß ja nie, was es ist. Denn wenn Münzen hochkant liegen oder kleine Objekte hochkant liegen, dann können die auch mal kacke klingen. Die bieten halt für den Detektor nur wenig Fläche. Oh, weg ist es. Wo ist es hin? Hier, das ist ein Wurstzipfel. Handschuhe sind scheiße zum Sauber machen. Ich würde sagen, das ist eine Musketenkugel, aber die ist ganz schön eckig. Nehme ich erstmal mit. Eine eckige Musketenkugel. Die wurde durch ein Vierkantrohr verschossen. Ich nehme es mit und mache es sauber. Man weiß ja nie, was dabei rauskommt. Und ja. Oh, herrlich. Ihr wisst gar nicht, wie schön das ist, draußen zu sein. Ganz ehrlich. Nachher geht es wieder in die Nachtschicht. Deswegen habe ich gesagt, ich muss jetzt muss ich raus, sonst lohnt es sich nicht. Und vor allen Dingen bei dem Wetter, ne? Arschkalt, aber wunderhübsch. 65, das könnte ein Bronze-Arsenknopf sein oder eine Münze. Oh, was hier vorne? Ich musste heute Morgen so lachen in meiner Facebook-Gruppe, da ging es um Spaten. Und ja, ist ja gut, ich nehme dich weg vom Eisen. Da ging es um Spaten und ich habe gesagt, Mensch, wenn du einen Spaten brauchst, egal wie teuer, dann hol dir doch den Sonnelsüchtig-Spaten, den hier, nicht? Und dann wurde gesagt, ich dachte, Eigenwerbung ist verboten. Da muss man sich das mal vorstellen. Da investiert man Liebe und Zeit. Oh, da ist sie. Da ist sie. Da investiert man Liebe und Zeit in eine Gruppe und da darf man nicht mal seinen Spaten nennen. Also die Leute sind echt dämlich manchmal, ne? Aber bei mir in der Gruppe sein wollen. Das sind dann die Leute, die bei den Gewinnspielen auch immer mitmachen. Coole Sache. Münze Nummer 2. Ziemlich platt. So. Das wird das Ding hier sein. Oder? Ne, das ist. Doch. Oh yeah. Sind das zwei oder ist es doppelt? 64. Ich möchte in meine Tasche. Kommt drauf an, in welche. Obwohl, ich glaube, das ist nur ein Signal. '64 ist eigentlich immer nicht so schlecht. Ein Stück Blech. Das klingt wieder gut. 62, 64. Irgendwo hier vorne. Ein Zinker. Schade, dass der Boden hier immer so sauer ist. Also ich habe Kollegen, die holen die Münzen so schön daraus. Bei mir sind sie alle immer im Arsch. Ja, ich glaube, ich kriege Besuch von einer Dame mit Hund. Müssen wir mal gucken.
So. Nochmal das gleiche, 63, 65. Also wo es gerade den Zinker gab. Vorne an der Spitze. Und da ist die nächste. Und auch wieder ein Zink. Meine Fresse, der kam schnell. Ja, waren bestimmt 5 Pfennig, glaube ich. Aber hier ist nichts. Doch hier. Haben wir ja mal schön daneben gehauen. Oh, und tada. Die nächste Münze. Also es ist eigentlich unglaublich, was hier noch so an Münzen rauskommt, weil ich hier schon so oft war, damals mit dem AT Pro. Ich war mit Dagi hier, ich war mit Dominik hier, ich war mit meiner Frau hier, mit Robby ein paar Mal. Da hat Robby übrigens hier vorne seine schöne Silbermünze von 1700, glaube ich, war die, oder 1500 gefunden. Und hier kommt immer wieder was. Also ich sage ja, das ist so mit einer meiner Lieblingsäcker. Und ja, Münze Nummer 3 oder 4 war es jetzt schon. Und dafür ist die Schrottausbeute eigentlich gar nicht so hoch. 340er. Aber ihr wisst, ab 40 wird gebuddelt. Wir haben schon mal, das ist das, oh, ein Hot Rock. Ja. Jupp, also auf 40, 41, das kann ich mir merken. Ich habe mir vorher noch gesagt, ich müsste mal wissen, wo die kommen. Ab in den Tisch und weiter. Das ist auch wieder so ein typischer Lass mich liegen und weiterschlafen Ton. Aber aus dieser Richtung hört er sich gar nicht mal so schlecht an. Also er gibt einen Eisenton von sich. Könnte jetzt ein Stück Eisen sein. Das ist halt bei großen Eisenstücken generell auch so, dass die manchmal gut reinkommen. Weil die halt ab einer bestimmten Größe auch wirklich gut leiten und den Detektor halt verarschen. So, das ist ein Eisenton. Aber da ist noch ein normaler Ton mit drin. Hier. Da. Oder hier. Da drin. Da nur drin. So. Leck mich. Okay, das wird was Größeres sein. Also das könnte, wie gesagt, ein größeres Stück Eisen sein. Zack. Jo, da läuft jetzt schon hier. Da ist es. So. Und das ist halt genau das, was ich gerade gesagt habe, dass größere Eisenstücke gute Leitwerte abgeben, gute Signale. Aber man hat halt auch dieses Brummen rausgehört. Man hätte es jetzt nicht buddeln müssen. Aber man weiß ja nie. Es hätten auch zwei Objekte nebeneinander sein können, die nebeneinander liegen. Und ja. Einmal mehr schauen. Ein 50er relativ nah weit oben. Dürfte also hier schon drin sein. Und ihr seht auch generell, also die meisten Funde auf Marker sind gar nicht so tief. Was ist das? Oh, da. Zack. Oh, halt. Da ist ein Kreuz, aber es ist ein Knopf. Glaube ich. Ah, warte, das sind zwei Hämmer. Ich hoffe, ihr seht was. Ja, das sind zwei Hämmer. Das ist ein Knopf mit zwei Hämmern drauf. Also ein Handwerksknopf. Hier kann man es ein bisschen erkennen. Cool. Und der lag nicht tief. Schön. Sich auch über die Knöpfe freuen können. Zack, rein in die Tasche.
Ja, auf dem letzten Meter kommt jetzt noch ein 75er Signal. Ich nehme euch jetzt noch das letzte, wahrscheinlich das letzte Loch mit. Denn da drüben ist das Auto. Wir haben nur noch 10% Akku in der GoPro. Wir haben heute so viel Schrott gefilmt. So. Dann müsste doch wenigstens das hier so irgendwas Schönes sein. Denn ich sag ja immer, Buddelkarma sammeln und dann kommt das von ganz alleine. Also irgendwas muss doch jetzt hier kommen. Und wahrscheinlich wird es wieder ein Aludeckel sein, so wie ich mein Glück heute kenne. Aber ich hatte dennoch meinen Spaß hier draußen. Denn wenn man sich mal anguckt, die Sonne hat die ganze Zeit jetzt geschienen. Der Wind war zwar knackig kalt, aber das macht nichts. Und ja, so, als hätte ich mal die Schnauze gehalten. Oh, ein mittelalterlicher Kronkorken. Der ist sogar hübsch. Der ist sogar hübsch. Das ist Mittelalter. Mittelalter Kronkork, nicht? Kinder, seht ihr alle? So, guckt. Helenenquelle gibt es seit 400 nach Christus. Und das ist jetzt ein. Ne? Wisst ihr Bescheid? Also, Mittelalter. So, nachdem ich ja den schönen Mittelalter Kronkork noch gefunden habe, Schraubverschluss, was auch immer, kommt jetzt hier bestimmt auch noch was Gutes. Oder auch nicht. Und dann ist Schluss für heute. Dann mache ich mich vom Acker. Und bereite mich schon mal geistig auf die Nachtschicht vor. Hm, wo ist das? Oh, was? Na, seht ihr mal. Am Rand. Zack. Oh, guckt mal. Eine mittelalterliche Gewandnadel. Stammt wahrscheinlich vom Golf. Scheiße. Gut, Kinders. Ab in die Tasche. Ja, Kinders, das soll es gewesen sein für heute. Ein paar Münzen sind gekommen. Und ja, also es war mega entspannt heute wieder. Hat richtig viel Spaß gemacht. Der Wind hat Gott sei Dank nicht zu doll geblasen. Und ja, war schön, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, ihr lasst einen Daumen hoch da oder kommentiert das Ganze. Und ja, ich versuche so oft rauszukommen, wie ich kann. Nur was ich finde, liegt nicht in meiner Hand. Also, in diesem Sinne, schön, dass ihr da wart. Immer sonnelt sich bleiben und allzeit gut Pfund.